Kommen wir mal zum nächsten Thema. Julian Bam. Digga, was geht da eigentlich gerade ab? Ich guck mal nochmal die Stories von Thomas. Thomas postet nämlich auch mal Updates. Thomas postet gerade: Danke für die Nachrichten, wir arbeiten bereits an einer Lösung für das Problem mit den YouTube-Kanälen. Was passiert ist, Chat? Wir gucken uns bei Ju an, was passiert ist am besten. Yo, fuck, Julian Bam-Kanal ist gehackt und mein Drittkanal ebenso. What the fuck, alle meine YouTube-Kanäle sind gehackt. Hab auch 3FA an. 3FA bedeutet 3-fache Authentifizierung. Das haben viele YouTuber. Ihr kennt ja wahrscheinlich die zweifache Authentifizierung. Dass man, wenn man sich wo einloggt, so einen Code auf seinem Handy bekommt, dann muss man den Code beim PC angeben. Es gibt aber von Google noch so Dienste, es ist wie so eine Art Stick, den kann man in seinen PC schieben. Man kann sich nur einloggen, wenn man quasi diesen Stick im PC stecken hat. Bedeutet, man muss einerseits beim Handy den PIN eingeben am PC und man kann sich aber auch nur an dem Device anmelden, wenn du diesen Stick hast. Bedeutet, eine dreifache Authentifizierung ist eigentlich nicht zu hacken. Selbst wenn du das Handy hackst, bringt es nichts. Du brauchst halt diesen haptischen Stick, den du in den PC steckst, damit du in die Kanäle reinkommst. Was bei Ju also das Problem war, jemand hat nicht seinen Kanal gehackt, jemand hat seinen PC gehackt. Oder ein PC gehackt, auf dem sein Kanal online war. So, und das Ganze wurde dann in Arc Invest umgenannt. Plötzlich hieß sein Kanal Arc Invest. Also natürlich, ja, da kann ich euch irgendwie erreichen, YouTube Creators. Mein Profilbild ist weg, what the fuck. Ja, wahrscheinlich war er auch auf Instagram mit irgendeinem Device angemeldet. Heißt, daher natürlich kann man sich auch auf Instagram einloggen. Weil so viele fragen, ja, ich bin immer dreimal sicherer am Netz, habe eine sichere digitale Pflege, ich mache den Scheiß immer seit 8 Jahren. Wir sitzen dran, momentan betrifft es nicht nur YouTube-Kanäle, sondern auch ganz andere Plattformen, Provider und Konten, das ist schlimm. Also, das zeigt ja quasi, jemand ist in seinem kompletten Netzwerk mäßig drin. Auf Twitter hat auch einen seltsamen Wohnort und einen Link drin. Echt? Nee, U-Talent Management ist ein Impressum. Und das ist einfach schon ein Gag, Green Hill, keine Ahnung. Ja, der Dude hat unsere PCs, by the way, parallel zum Minen von Krypto genutzt. Aber kann man da nicht sehen, auf welches Krypto-Konto das fließt? Man kann ja bei Krypto alle Transaktionen nachvollziehen. Ja, natürlich auch scheiße, dass er nicht nur Subs verliert, ne, heute natürlich, aber ja. Meanwhile macht John Kipp irgendwas, irgendwelche random Memes. Danke, Bro. Digga, Alter. Bruder, Alter. Im Call mit YouTube, Bruder. Dieser Mann hat heute Stress. Idiots, die denken, dass das hier alles Marketing ist. Nein, ist es nicht. Stinkefinger. Ja, ich glaube, auch Herr Anwalt hat, glaube ich, geschrieben, so könnte auch ein Marketing-Gag sein. Und ich glaube, er schämt sich so ein bisschen wahrscheinlich jetzt dafür. Aber wollte ich mich so triggern hier. Erstmal noch Werbung für den Shop. Du wolltest die CDU zerstören, jetzt zerstören wir dich. Aachen-Bussow-Memes. Oh, Aachen-Bussow-Memes. Ehre. Hauptsache, John Kim macht einfach, also, John macht einfach so Memes, Bro, oder nach Gott wurde gehackt. Tinder? Nein, YouTube. Okay, Gott sei Dank. Dan, Alter, meine besten Freunde, hat auch wahrscheinlich einen schwierigen Arbeitstag. Instagram 50k Abos auf allen Kanälen. Danke an den Hacker. Sie denken, es ist Marketing? Oh, damn them. YouTube-Kanal wird jetzt hoffentlich erfolgreich zurückgesetzt, setzt alle Rechnungen auf, alle Passwörter neu, waren by the way nur ein halbes Jahr alt, weil wir immer erneuern, twice in a year, Telefonnummern werden geswitcht, alles sehr unnötig, sitzen eigentlich mitten in der Produktion des nächsten Hauptvideos, würde jetzt Tage dauern, bis wir wieder normal arbeiten können. Boah, Digga, das tut mir echt leid, Mann. Google, wie starte ich Karriere auf TikTok? Ciao, Daten, Bruder, Alter. Okay, YouTube versucht alles wiederherzustellen, sieht gut aus. Bankdaten, alles safe, soweit. Müde, boah, das kann ich mir vorstellen, dass der Mann müde ist. Der Junge sitzt hier und lacht über seine Memes. Bruder, ich könnte das nicht. Wenn ich wüsste, wenn ein Kumpel von mir irgendwie so den Stress hätte, wie Ju, ich hätte auch Stress. Ich könnte niemals dann über Gags lachen oder über Jokes lachen, auf keinen Fall. Ich würde mir so beschissen vorkommen. Ich könnte das nicht, auf keinen Fall. Ich würde mir so selber Stress machen auch. Wie lange noch Zeit, John Kim aus dem Haus zu schmeißen, ich schwöre. Ja, okay, jetzt sind Juckt mich nicht und Boolean Jam komplett verschoben, auch kein Zugriff mehr. Okay, what the fuck. Wait, ist Boolean Jam wirklich weg? Boolean Jam. Filter. Kanal. Halt irgendein Fan-Account. What the fuck, Alter. Ist hier Boolean Jam vielleicht verlinkt?
Warte mal, Rezo doch mit Ju Videos gemacht. Ja, da gibt's doch Cross-Promo, alte Sachen. Hier. Oh, man kann auch nicht mehr draufklicken, so wie Video von Ju. Video nicht verfügbar, die Videos privat. Und Wooden Jam ist hier auch nicht mehr aufrufbar. Zum Video, also, das hier kann man nicht mehr anklicken. Krass. Krass, Digga. What the fuck? Aber juckt mich nicht, ist da. Juckt mich ist auch nicht mehr da. Uff, Digga. Also das ist der offizielle Link zum Juckt mich nicht Kanal. Ju abonnieren, juckt mich nicht. Kanal wurde gelöscht, da gegen die richtigen Verstoß hat. Man kann Kanäle wiederherstellen, so ist es nicht. Aber Bruder, uff, ich hab grad Gänsehaut. Ich will gerade nicht in Jus Haus stecken, Bruder. Shit, Mann, Alter. Also Chat, beruhigt euch. Die Kanäle werden wiederkommen. Die Kanäle werden wiederkommen. Kommt zu 100.000%. YouTube hat ja Backups, so ist es nicht. Vor allem bei großen Kanälen, die können das regeln. Aber Digga, gerade erstmal Belastung, ne? Gucke mal in Abos. Ja, wird nicht drin sein, Chat. Der Kanal ist ja weg. Der Hauptkanal, den gibt's noch, Chat. Aber auf dem Kanal sind keine Inhalte mehr. Hier, Julian Bam. Was würdest du machen, wenn deine YouTube-Kanäle gerecht werden? Wahrscheinlich gelöscht werden. Ja, wahrscheinlich dasselbe wie Ju. Halt mit dem Kontakt telefonieren. Alles tun, dass die Kanäle wieder da sind. Die werden noch wiederkommen, Chat. Du's nicht. Ich habe ja auch einen Ansprechpartner bei YouTube. Jetzt sind unsere Kanäle einfach komplett weg. Also, Chat, wie schon gesagt, die werden wiederkommen, aber. Es ist halt belastet des Todes, ne? Refresh von Thomas Story. Scheiß, kommen jetzt auch noch diese ganzen Wichser, die sich YouTube-Kanäle erstellen mit unserem alten Logo und Namen und was nicht alles. Ey, euch fick ich richtig, das sag ich euch. Bruder, natürlich sind die alle pisst, Alter. Natürlich sind die alle Tilte des Todes. Alter, shit, Mann. Bruder, die tun mir echt leid, Mann. Ich kann natürlich absolut nichts tun. Ey, Mann, die tun mir echt leid, Mann. Ja, natürlich ist das verständlich. Auch an die ganzen Wichser halt, die sich halt jetzt Boolean Jam, Julian Bam und alles mögliche nennen. Ja, obviously. Die tun mir zwar leid, aber Ju ist halt auch irgendwie selber schuld. Taishin, warum ist Ju denn selber schuld? Der hat doch nichts falsch gemacht. Ja, John Story sind halt auch einfach nur Memes. John Story. Digga, ich könnte das nicht. The Hack My Account. Throw a hack zum Back. Ey, da waren heute Memes gemacht, Alter. Hab mal Mitleid. Ich habe gehört, dass Ju auf einer Seite war und dadurch die Daten gehackt wurden. Bro, was ist das für eine Aussage, Mann? Digga, auf welcher Seite war er? Wann war er auf die Seite? Also, what the fuck? Vermissen. Bruder, das ist laut. Das ist laut, das ist laut, das ist laut, das ist laut, das ist laut. Wie kann ich leiser machen? Wie kann ich leiser machen? So kann ich leiser machen. Wenn er sagt, nur noch Gott kann mir helfen, aber nicht weiß, wie man betet. So genug für heute. Ja, Digga, Alter. Ey, ich würde mich das an Johns Stelle nicht trauen, das zu machen, Digga. Ich würde mich das an Johns Stelle nicht trauen, einfach solche Memes zu machen. Boah, scheiße, Mann. Es tut mir richtig leid. Es tut mir richtig, richtig leid für Ju. Das war noch an Ostern. Wenn man seinen Leuten eigentlich frei wünscht und dann noch so ein Stress, das ist so mies. Ich glaube, bei Ju hätte er heute eh keine frei gehabt. Also, ich glaube, dass Ju sehr drauf scheißt, dass heute Ostermontag ist mit seinen Mitarbeitern. Ich glaube, da gibt er einen sehr harten Fick drauf. Warum macht man sowas? Geld. Weil du kannst ja einfach vom PC Geld klauen. Aber viele machen doch was mit der Family. Ja, das überlegst du dir vorher, wenn du bei Ju arbeitest, ob du nun halt deine Family deutsch oder nicht. Also, ja. Kriegt Ju das Geld wieder? Nein, ich glaube nicht, dass bei Ju Geld gestohlen wurde. Aber man kann natürlich Geld stehlen. Bloß dieser Krypto-Stream, der heute lief, hätte natürlich dafür sorgen können, dass Leute auf... Da lief so ein Stream, wo man wahrscheinlich irgendwelchen Leuten Bitcoin sendet und dann verdoppeln die das. So ein Stream lief da heute. Und das wird wahrscheinlich kaum jemand gemacht hat, aber wenn du, da stand irgendwie so, wenn du eben halt Bitcoin sendest, dann kriegst du halt die doppelte Menge zurück, so. Und natürlich würdest du nichts zurückbekommen, obviously nicht so, ne? Was mit seinem Gaming-Account? Hat du einen Gaming-Account? Ich glaube YouTube Gaming, ne? Ja, aber guck mal, der Kanal ist ja auch übertrieben inaktiv. Weil Ju streamt ja auch nicht mehr. Aber die Klicks sind gar nicht so scheiße, Digga. Aber Ju streamt ja auch nicht mehr und dementsprechend hat er auch kein Gaming-Content mehr. Der Kanal ist einfach den Hackern auch egal gewesen wahrscheinlich. Hat er alle Videos gesichert? Naja, was halt sichern, also du kannst halt auf YouTube die Videos hochladen. Wahrscheinlich wird er die allermeisten Videos noch auf der Festplatte haben, so als Backup. Aber du kannst ja bei YouTube nicht double saven, so, das geht ja nicht. YouTube double save, das ist ja theoretisch. Und selber kann es nicht double saven. Man sagt ja, was im Internet bleibt, bleibt für immer im Internet. Also kann man die Videos doch bestimmt noch in der Google-Suche finden, oder? Nein. Michi, du hast das Sprichwort nicht verstanden. Was einmal im Internet war, bleibt im Internet, bezieht sich darauf, dass jeder immer Screenshots macht. Aber nein, du kannst die Videos auch nicht über Google suchen, die sind weg gerade. Also keiner kann die Videos von Julian Bam gerade sehen. Niemand. Kein Mensch der Welt. Vielleicht der CEO von YouTube. Fisch ja. Aber sonst niemand. YouTube stellt den Kanal wieder auf den Stand von vor 2 Tagen zurück, oder? Nein.
Das geht nicht. Du kannst die Videos wieder online stellen. Ja, du kannst das machen auf jeden Fall. Auch die gelöschten Kanäle werden wieder hergestellt. Aber zum Zeitpunkt, wo sie gelöscht wurden. Oder zum Beispiel der Boolean Gem Kanal. Die Abonnenten, die weg sind, die sind weg. Die Leute müssen dann neu abonnieren. Likes bleiben, Kommentare bleiben, alles bleibt. Aber halt zum Zeitpunkt, wo es gelöscht wurde. Du kannst aber nicht sagen, wir machen jetzt ein Backup von vor 2 Tagen. Und wenn zum Beispiel jemand einen Kommentar geschrieben hat, gestern zum Beispiel, wäre dieser Kommentar weg. Das geht nicht. Nein, der ist auch noch da. Aber du kannst die Sachen wiederherstellen, das ist machbar. Du kannst die ganz normalen Videos, die vorher bei YouTube online waren, kannst du wiederherstellen, auch mit den Views, wie sie gelöscht worden sind. Wie man sagt, über Reactions bestimmt, aber nicht die normalen. Doch, natürlich kannst du auch die normalen Videos wiederherstellen. Maybe das fucking YouTube. Natürlich könnt ihr das. Zum Beispiel der Kanal von Mimi war ja auch Monate weg. Ne? Der Kanal von Mimi war ja Monate gelöscht bei YouTube. Monate war der gelöscht. Und plötzlich ist er wieder da. Ne? Heißt, du kannst alles wiederherstellen, das ist machbar. Und ich gehe auch davon aus, dass morgen oder übermorgen auch wieder alles da sein wird, Chat. Aber denkt ihr nicht, dass YouTubes Kanal gelöscht, gesperrt hat, um die Hacker rauszuschmeißen oder so? Nein. Mimi ist in der Schweiz immer noch gesperrt. Denkst du, dass es bei Ju auch so sein wird? Das ist ein ganz anderer Fall. Mimi hat sich in Deutschland wieder eingeklagt. Der Kanal von Mimi wurde wegen Community-Richtlinien gesperrt. Und Mimi hat dann in Deutschland einen Prozess geführt, dass die Sperrung in Deutschland unrechtswirklich war. Heißt, in Deutschland musste YouTube den Kanal vom deutschen Staat aus gesehen wiederherstellen. Aber nur in Deutschland. Mimi kann auch noch in der Schweiz klagen, in Österreich klagen, wo auch immer klagen, dann werden die Kanäle dort auch wiederhergestellt. Aber Mimi hat halt in Deutschland geklagt. Und wenn er jetzt auch in der Schweiz klagen würde, würde der Kanal wahrscheinlich auch wiederhergestellt werden. Aber YouTube musste seinen Kanal wiederherstellen, weil das deutsche Gericht es so entschieden hat. Und bei Ju wird es international den Kanal wiedergeben. Ju hat ja nichts falsch gemacht.